Nachdem wir uns im dritten Kapitel mit dem Class-Vorgewende-Management vertraut gemacht haben, wollen wir uns in diesem Kapitel mit den Einstellungen für den Auftragszähler beschäftigen. Um den Vorteil dieser Basisdokumentation zu nutzen, müssen nur wenige Einstellungen getätigt werden. Durch Drücken der Escape-Taste in der Übersicht öffnet sich direkt der Auftragszähler. Hier haben wir zwei unabhängige Zähler, die Informationen sammeln. Einmal sehen wir hier den Auftragszähler mit den wichtigsten Informationen, die wir für unsere handschriftliche Dokumentation benötigen. Durch Drehen des Drehtasters wechseln wir einfach zu dem zweiten Zähler. Beide Zähler können wir durch längeres Drücken des Drehtasters zurücksetzen und für einen weiteren Auftrag nutzen. Die hier angezeigte Arbeitsbreite für die Flächenberechnung können wir schnell in dem Bordcomputer-Menü verändern. Dazu wechseln wir mit der Escape-Taste zurück in die Übersicht und öffnen anschließend das Hauptmenü durch kurzes Drücken des Drehtasters. Hier öffnen wir das Einstellungsmenü und wechseln dann in das Menü für das Anbaugerät. Dieses Menü wird durch ein Flugsymbol dargestellt. Als erstes wird uns die aktuell eingestellte Arbeitsbreite des Anbaugerätes angezeigt. In dem nächsten Punkt können wir entscheiden, über welchen Schalter der Auftragszähler gestartet und gestoppt werden soll. Hier können wir auswählen, ob die Flächenzählung über die Radgeschwindigkeit oder Radargeschwindigkeit erfolgen soll. Mit der Escape-Taste kommen wir wieder zurück in die Übersicht.